hatte zu viel. Auch die alten Star Wars Figuren. Alles weg. Bravestar Figuren. Die waren auch so riesig. Die waren doppelt so groß wie die He-Man Figuren. Geil. Wir haben Wake aus dem dunklen Ort zurückgeholt. Mit dem Lied und dem Klicker. Ich habe sogar Hörspiele gehabt von He-Man zum Einschlafen abends. Sehr geil. Ja, genau. Marshall Bravestar, Kraft des Bären. Fand die echt cool. Es hat mich so geärgert, dass die Figuren so groß waren, dass man da nicht mit He-Man zusammenspielen konnte. Und dass sie nicht so beweglich waren. Ich habe Wake hier gefunden. Er erschien deswegen. Die Beschwörung. Das war Wake. Scratch gab sich nie für Wake aus. Sie sind dieselbe Person. Scheiße. Er ist da. Captain Planet? Oh, da bin ich mir nicht sicher. Scratch ist Wake unter dem Einfluss des Dunkels. Er will den Klicker. Planänderung. Ich locke ihn in die Zelle. Wenn wir drin sind... Ah, dafür ist die Zelle. Ja, komm hier. Komm in die Zelle. Wenn ich reingehe, komme ich hier wieder raus? Nein. Wo ist er? Da. Kein Strom mehr. Ja, nee, ist klar. Oh, komm, hör auf. Oh. Oh, das ist wieder fies jetzt, ne? Muss ich gedrückt halten? Nee, ganz schnell drücken. Oh, fuck. Ja, im Prinzip denke ich auch. Dahinter, wenn er auf mich zuläuft... Dann läuft er rein. Wo ist er? Nee, er läuft außen rum. Verdammt. Alter, wie oft muss ich ihn da drücken? Habt ihr das gesehen? Oh Gott. Erschrocken. Jetzt, hier. Nee. Ich dachte, er bleibt im Licht hängen. Nein, das ist meine Geschichte. Was ist mit euch? Wollt ihr mir nicht helfen? Ja, wie? Jawohl. Jetzt schnell. Oh Gott, Alter. Oh, ich glaube, das zieht sich ein bisschen. Läuft. Alter. Oh Gott, Alter. Oh, ich hoffe, ihr hört das Klicken nicht im Mikro. Das muss viel und laut sein. Ja, beim nächsten Stopp müssen wir aber mal hier dingsen. Oh. So, sehr gut. Alter. Oh. So. Ja, das Licht ist auf ihn. Ah, nee. Es muss aber auf den Käfig. Verdammt. Ja, mach ich doch. Ich versuch's zumindest. Wo ist er? Da ist er. Jetzt
Alter, komm. Verdammt. Jawohl, Nummer 1. Ja, mach ich ja. Jetzt. Oh, Alter. Alter. Wer baut denn so ein Teil? Nein. Mein Klicker. Komm. Jawollo. So. Und jetzt? Komm rein, Digga. Wo bist du? Da ist er. Ha, wie krieg ich jetzt da rein? Ich geh mal selber rein. Haha, siehst du? Und. Sonnenbrille auf. Alter, das war aber heftig. Die oberste Chatleitung ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend, Maverick. Hast gerade den Schluss verpasst. Tut mir echt leid. Hat es funktioniert? Oh oh. Sam? Nein, nicht den Klicker. Das ist nicht gut. Also, so gar nicht. Oh, der Stream ist gar nicht abgestürzt. Es ist 20.49 Uhr. Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, Leute. Ui. Aber es ist offiziell. Das Hirschfest wurde abgesagt. Heute ist ein sehr schwarzer Tag für Bright Falls. Oh oh. Kurzes Kapitel. Aber ja, noch mal ein Lied. Warum nicht? Ha, das stand gar nicht im Untertitel, das. Ja. Oh, ich bin so froh, dass wir das auf leichter Stufe spielen, ne? Also auf schwer wäre das, glaube ich, ewig gegangen eben. Alles unter deinen Wellen. Rufe in deinen Schatten rein. Die Unterwelt, der düstere Ort. Der Onyxkuss von dunklem Wasser. Der tiefschwarze Sog der Angst. Aus der kalten Tiefe rufe ich nun. Den Wahnsinn seines Verstands. Das Meer ist wieder nur ein See, den ich vom Land aus sehe. Komm, rette deine Seele. Last of Us Part 1. Ja, geil. Sehr cool. Ich hab's am Montag erzählt, glaube ich. Also letztens. Ich habe das auch auf der PS4 und habe das angefangen und dann war ich dann irgendwann in der Stadt, wo man es erstmal auf die Klicker trifft
Und fand das sau schwer. Und hab mir gedacht, komm, leg's erstmal auf die Seite. Da hatte ich ganz frisch die PlayStation und mit dem Controller noch nicht so zurechtgekommen. Und kurz danach ist das Ding kaputt gegangen, ne? Beim VR-Zocken. Oder nach dem VR-Zocken. Sehr ärgerlich. Der Horror nimmt sich, was er braucht. Macht dich zum Diener der Nacht. Hör auf den Namen, den ich rufe, und erhebe dich. Kehre zurück ins Licht. Das Meer ist wieder nur ein See, den ich vom Land aus sehe. Wenn ich sehe, brauche ich kein Meer mehr. Komm, rette deine Seele, erwache neu und ganz. Beim Namen werde ich ihn beschwören. Durch die Stille der Schreie, durch die Stadt der Träume. Es ist eine Beschwörung des dunklen Ozeans. Der Chat tanzt, sehr geil. Was ein Solo. So billig, aber ja. Oh. Arpeggios ist schon wieder was Schweres. Aber gleich wieder der Akku leer, ne? Gibt's ja gar nicht. Was ist... Ein Bier und... Ist das ein Wein? Ein Weinglas? Das ist auch cool, Mia. Oh, ich sehe gerade im Stream. Bewegen die sich ja gar nicht. Oh, das ist ja schade. Muss ich mal gucken bei Stream Elements, ob ich das einstellen kann. Juhu. Oh, Teufel und Zeus hat die gleiche Idee. Das ist geil. Mir. Mit Leuchtstäbe. Juhu. Heavy Metal. Also hinter dieser Wand hier, ne? Mit den Lichtern. Habe ich 7 Gitarren stehen. Das wäre schon auch geil, ne? Jetzt hier über die Gitarre zu hocken. Gib ihm. Toffel, das ist auch geil. Ist das Amurant oder wie die heißt? Guckst du etwa Hot Tub? Oder abonnierst du etwa Hot Tub? Mia! Ich will ja nicht petzen, ne? Noch nie gezockt, Maverick. Aber eventuell am Sonntag wollen wir mal starten. Naja, also ich will sonntags jetzt immer so Streams mit anderen zusammen machen, ne? Also einfach zusammen zocken. Und Toffel ist an der Reihe und er hat schon gesagt, Fortnite oder Wreckfest. Also Fortnite könnte demnächst kommen. Ich habe schon installiert. Was, wenn wir unterwegs sind, gucken wir beide schöne Wesen an. Ja, das ist auch richtig so. Siehst du, Zeus steigt auch mit ein. Wenn Maverick auch noch dabei ist, dann sind wir schon zu viert. Ich weiß gar nicht, ist das so Team-Deathmatch oder ist es einfach nur Deathmatch oder... Ich habe keine Ahnung. Was, bei Fortnite bist du gar nicht mal so scheiße? Das klingt doch gut. Klingt nach Spaß. Die Musik hat aber abrupt aufgehört. Ah ne, passt aber. Tor, Odin, wo wollt ihr hin? Weiter zum nächsten Gegner. Wir tun das für dich. Und
unsere reizende Saga. Du kümmerst dich hier um alles. Vermassle das nicht, Tom! Ich sah es wie einen Horrorfilm vor. Der heißt nicht Tom. Ich hatte keine Wahl, als ihn mir anzusehen. Das Dunkel hatte jetzt die Karten in der Hand. Wir ballern andere ab, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich habe früher ab und zu mal mit zwei Kumpels, drei Kumpels und meinem Cousin Destiny 2, ne, zusammen da rumgerannt. Willkommen zurück, Wake. Das hat auch Spaß gemacht, das war cool. Wake, oder? Jetzt, ja, wo sicher. Du schattenlos bist. Was habe ich da für eine Jacke an? Gute Nachricht. Wie sehe ich überhaupt aus? Ist, dass ich seit dem AWE in Eagle River nicht so eine Scheiße miterlebt habe. Der Schatten ist jetzt in Alex. Und Anderson ist weg. Wir müssen herausfinden, wie wir das wieder hinkriegen. Ich werde das wieder in Ordnung bringen, Agent Esteves. Ich bin schuld an all. Ja, wie gesagt, Maverick, ich habe es noch so nie gespielt. Noch nie. Aber in dem von Moment, daher, als ich sie sah, hätte ich sie in eine Kiste stecken und in einfach die rein. Und dann für Fortnite. Die Frage ist nur, ob sie das in Ordnung bringen. Wenn wir vorher noch nicht gestorben sind. Ich versuch's. Klingt nicht sehr überzeugend, aber wir machen das schon. Ja, ich habe gesehen, also Werbung gesehen. Da sind jetzt auch Lego-Figuren dabei. Das finde ich ja geil, ne? Scratch, das Dunkel in Casey, hat Saga in den See geworfen. Wenn sie im dunklen Ort landet, kehrt sie vielleicht nie mehr zurück. Ich habe 13 Jahre dort verbracht. Zane ist noch immer dort. Thor und Odin sind ihr gefolgt, oder? Vielleicht Insane in the Membrane. Insane in the Brain. Ich habe sie dort gesehen. Sie haben ein Musical aufgeführt. Und schon bin ich viel ein Musical. Und wie ist die Lage? Ich habe noch kein Wesen gesehen, das einen Sicherheitscontainer so durchbricht. Und jetzt hat das Dunkel Agent Casey befallen. Ja, das muss macht doch nichts. Angriff im Wald darauf vorbereitet haben. Und jetzt hat er den Klicker. Scratch wird nach Bright Falls gehen und den Klicker verwenden, um sein schreckliches Ende von Return herbeizuführen. Aber ich kann es stoppen. Wie? Scratch muss das Manuskript haben. Wenn ich das Ende lesen kann, kann ich es ändern. Ich muss ihn finden. Naja, ohne sie wirst du nicht weit kommen. Dieser Plan ist total verrückt, Wake. Ich wünschte, ich könnte helfen. Aber es liegt an Ihnen. Ich habe Ihnen alle unsere Waffen besorgt. Drei Stück. Ihr seid ja ein tolles FBC. Drei Waffen. Ich brauchte ein Auto. Das FBI-Fahrzeug stand auf dem Parkplatz. Ja, ein paar Schuss wenigstens. Ah. Sagen wir noch mehr. Komm, einpacken, einpacken. Alles mitnehmen. Würdest du mal aufstehen, junge Dame? Dich meine ich. Ich kann nicht schießen. Hey, ich will mehr. More and more and more. Na, den hat's zerfetzt hier, den Käfig. So, hier noch was drin oder wieder was drin? Nope. Hier? Vielleicht war da ja noch eine, wo ich noch gar nicht geöffnet habe. Vor lauter, lauter. Das habe ich noch nie gehört, ne? Shredman. Aber, jo. So gut kenne ich mich da auch nicht aus mit den Marken. Ich habe unten einen Line 6 Verstärker. Ja, ungefähr. Bisschen kleiner wie der. Und einen kleinen Marshall habe ich noch. Einen tragbaren. Boah, kommt hier nicht hoch. Das zu. Da muss ich wohl unterm Baum durchkrabbeln. Was steht da hinten? Kalle. Kalle. Walla. Knights.
Geht das hier lang? Sag mal, bin ich doof? Ah, doch, hier lang. Ich war wieder wach. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten hatte ich wieder einen klaren Kopf. Ich fand mich am Anfang wieder. In einem dunklen Wald außerhalb von Bright Falls. In einer Hand eine Waffe, in der anderen eine Taschenlampe. Verflucht von gar nicht wahr. Texten. Alice wurde mir genommen. Wenn es zu dunkel ist, sag Bescheid, ne? Dann mach ich die Lampe an. Ich musste verhindern, dass die Horrorgeschichte wahr wird. Und das Dunkel aufhalten. Oh ja. Jetzt wird's dunkel. Wo? In your face. Versteh sie? Ah, hier ist wieder der tolle Baum. Der ja, der mich ja an was erinnert, ne? Also, stell dich vor, das ist ein Körper und zwei Beine. Und... Hä? Also am Anfang war dieser eine Ast, der war genau in der Mitte und ging dann so nach vorne. Ich meine ja nur. Ich weiß auch nicht, an was mich das erinnert hat. Komm, wer will zuerst? Du? Hey. So, irgendwas gedroppt? Nee, keiner von denen, ne? Die scheinen nicht immer was zu droppen. So. Im rechten Sinne war der Parkplatz aber hier lang, ne? Da geht's dann zu der Hütte. Ah, wo man speichern kann, ne? Aber da ist jetzt kaputt. Oh, da haben wir noch eine ungeöffnete... Alter. Was war das jetzt für mich? Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Da scheint Sturm zu sein da draußen. Und das ganze Dach hat geknackt, wie blöd. War ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Alter. Oh, das auch zu? Okay. Ein vorgegebener Weg, will ich mal so sagen. Ah, jawollo. Einpacken, alles einpacken. Da war keine Schrotflintenmunition dabei. Schon fies, ne? So, hier war das Ritual. Oh. Eieiei. Keine Muni. Weg. Oh, fuck. Ich habe die Waffe noch nicht ausgerüstet. Lass mich. Komm, lass mich mal kurz hier vorbei. Ich brauche meine Knarre. Schnell. Komm. Jetzt. Jawollo. Prügeln. Geht nicht? Okay. Dann Kopfschuss. Du gewagst
Wow, 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 wow. Wow. Junge. Okay. Dann müssen wir mal eben... Oh, warte mal. Das Geräusch geht mir gerade auf den Senkel. So. Heidenei. Also, Schnellauswahl auf die 2, bitte. Ah. Muss ich per Hand machen, okay. Schnellauswahl auf die 2. Nehmen wir die noch. Schnellauswahl auf die 3, würde ich sagen. Dann Medizin. Machen wir auf die 4. 4 ist gut. Und das können wir auch mal auswählen. Machen wir auf die 1. Okay, dann können wir das gleich schon mal ausrüsten. Und benutzen. Ja. Nichts gedroppt. Ich brauche doch Munition. Naja, komm. Da wird sich noch was finden unterwegs, wa? Oh, da. Na, geht's euch gut? Geil, oder? Wie die Haut weggefetzt ist. Sieht man das so besser? Titties. Ich sehe Titties. Geil. Beautiful. Wie der Spanier sagt. Das Dunkel ist am dunklen Ort in mich eingedrungen. Mhm. Als ich wieder zurückgezogen wurde, wurde es geschwächt. Es schlummert jetzt. Ich konnte mich nicht mehr an das Geschehene erinnern. Aber ich spürte, dass es stärker wurde. Dass es erwachte. Mhm. Ich dachte, es verfolgte mich. Doch ich trug es die ganze Zeit in mir. Und dann kam es über mich. Und es verwandelte mich in Scratch. So. Jemand zufällig Munition dagelassen? Nein. Heieiei. Ja, gut, da oben waren wir ja auch schon mehrfach. Da ist ja auch nichts mehr. Gut, Leute. Dann gehen wir mal Richtung Parkplatz. Und checken mal die Straßen von Bright Falls. Die bestimmt übel aussehen. Da komme ich nicht lang. Da vielleicht drunter durch? Nee, ne? Nee. Ja, dann nehmen wir den langen Weg. Oder können wir hier vorbei? Na, komm. Dann halt nicht. Ah, geile Abkürzung. Hier passiert jetzt nichts. Nee. Ich musste nach Bright Falls. Ja, fahren wir. Bis zum Ende durchziehen. Machen wir. Machen wir. Ich zog Saga Anderson in diese Geschichte, um mir zu helfen. Es gelang ihr, aber es kostete sie alles. Ich hatte Alex Casey jahrelang in meinen Texten erwähnt. Deshalb zog es den echten Casey hierher. Jetzt war auch er ein Opfer. Saga, Casey, Alice. Ich bin für all die schrecklichen Dinge verantwortlich. Es ist meine Schuld. Scratch musste aufgehalten werden. Ich kenne diese Straße schon. Befahre sie schon ewig. Wenn Scratch den dunklen Ort hergebracht hat, würde mich das wieder hineinbringen. Oh, oh. 2010 tauchte ich ein. Ein Glaubenssprung. Für Alice.
ohne zu ahnen, dass ich damit schlimmer als mit dem Tod bezahlen würde. Es dauerte 13 Jahre zu entkommen. Jetzt war Alice tot. Wegen mir. Und ich wollte diesen Sprung erneut wagen, doch diesmal kannte ich den Preis nur zu gut. Man kann es auch anders sehen. Ich hatte den dunklen Ort hergebracht. Ich war nie entkommen. Vielleicht kann ich es jetzt nach all dem. Ein naiver Gedanke. Ich hatte keine Wahl, ich musste es tun. Aber das nahm mir auch nicht die Angst. Scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. So. Da, schönes Wetter. Saubere Klamotten. Alan Wake Return. Hielt fest. Return 8. Okay, vorletztes Kapitel. Nicht, was ich erwartet hätte. Die Bühnenkampfszene in Departure wird von der absolut umwerfenden Beschwörung des dunklen Ohrens. Ja, krieg mal Gänsehaut, ne? Diese Scheiße ist ein echter Hit. Return lässt die Leser mitfiebern. Dann gehen wir mal. Oh dear. Check mal hier die Lage. Moin. Ich hätte gerne einen halben Ring Fleischwurst und ein Brötchen. Mach zwei Brötchen. Was muss ich? Achso, erkunden. Was ist denn hier los? Ey, weg. Kann ich dich schubsen? Hau ab. Kuger. Dein Bruder ist tot, Junge. Wake hat mit seinen vorherigen Romanen hohe Standards gesetzt. Ja, ja, ja. Wie diese Hunde. Hunde. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Hundefetischisten oder was? Die da mit ihren Hundemasken da rumlaufen und behandelt werden wollen wie ein Hund. Das ist, hier sind es die Hirsche. Oh, Ton ist weg. Schwierig, ja. Erhalte eine Ausgabe von Return. Ja. Ich finde es der Hammer, dass es sowas gibt. Echt krass. Muss mal gucken. So ein altes Leroy-Interview mit einem, der so ist. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Die Kosala-Brüder. Okay. Wo könnte ich so ein Buch erstehen? Kennst du das Interview, ja? Ich musste eine Kopie von das ist echt heftig. Ich war in Scratchs Ende. Eine perverse Version der Realität. Die Einwohner wurden einer Gehirnwäsche unterzogen. Alles dreht sich um. Is sold out. Als wäre es gerade erst veröffentlicht worden. Das ungelöste Rätsel vielleicht am längsten. Geiles Auto, ne? Ich mag die Dinger, ja. Ein paar Dörfer weiter haben wir mal bei jemandem zur Untermiete gewohnt, der genauso einen gehabt hat. Alter, der V8-Sound, ne? Den Amis ist es ja völlig egal, wie laut die Dinger sind oder wie sie, wie anständig sie klingen.
Das rotzt da raus, das ist so geil. Alles klar, Zeus, dann hau rein. Und ja, wir kommunizieren im Discord, was abgeht. Macht dein PC immer noch Probleme? Ja, ich hab's auch gedacht, ne? Dieser Typ mit dem Handtuch. Und dann gucke ich da rüber und sehe die zwei, wo in der Sauna waren. Ne, in Watery. Alle da. Komm ich da vorne rein? Ne. Liegt hier zufällig irgendwo ein Buch? Ich bräuchte eins. Nope. Wo gucken die eigentlich alle hin? Ah, eine Bühne. Vielleicht wird ja eins verlost. Oh, guck mal. Der SWR3 Elch. Hallo. Knossi, Knossala. Das ist ein Buch. Uhahaha. Ich konnte das runde Fenster im Writers Room auf dem Foto erkennen. Dort musste ich hin, um Return umzuschalten. Hier ist Gang. Mal sehen, ob es noch eine Wolfgang gibt. Ehrlich, Maverick, ai. Oh. Hey. Der hat mich tot getötet. Okay. Ich habe keine Waffen. Dann müssen wir wohl andersrum laufen. Auf dem Foto erkennen. Dort musste ich hin, um Return umzuschalten. Return to Sender. Ja genau, bin gestorben worden. Lauf. Hallo. Oh, komm. Ist das fies? Heidenei. Ja, krass, ne? Okay, ist auf jeden Fall dann mal nicht der richtige Weg. Ich konnte das runde Fenster im Writers Room auf dem Foto erkennen. Komm, überspringen. So. Dann probieren wir jetzt mal. So lang. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ja gar keine Chance. Bin ich enttäuscht. So, ich will mal kurz ins Inventar. Einfach nur mal gucken. Ich weiß, werde dabei sterben. Nee, es gibt gar kein Inventar. Haha. So, not with me. Dann nimm's Hackebeil doch mit. Ich hatte nun das Buch. Bereit für mein Ende von Return. Ich musste zum Writers Room, um den Schrecken zu beenden. Doch so einfach, ne? Naja. Wie das so ist. Dies war ein zwanghafter, egozentrischer Albtraum. Alles drehte sich um ein eitles Monster von einem Schriftsteller. Und sein letztes göttliches. Die Farben gefallen mir gerade nicht. Der Roman Return wurde wahr. Doch er endete nicht. Er breitete sich aus. Ich glaube auch nicht, dass das gewollt ist. Oh, oh. Jetzt wieder normal. Ich
musste den Autorenraum erreichen, um ein neues Ende zu schreiben. Was? Ein Tor voller Hirschkulas, genau. Ruhm und Lob, ein Produkt meiner Psyche? Dann würde ich seine kranke Fantasie um ihn herum einstürzen lassen. Meinst du, Maverick? Halt, wo soll ich hin? Alter, das ist echt ein Sturm da draußen. Mein lieber Mann. Geh in den Autorenraum im Dachboden des Herrenhauses. Ah, ja, ja. I remember. Oh, warum ist dazu? Deswegen, okay. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Gab Sturmwarnung, ja? Wie, weißt du nicht mehr, Rick? Ich habe als Kind fast 2 Jahre in Australien gelebt. Danach musste ich erstmal wieder Deutsch lernen. Bin jetzt seit 23 Jahren im internationalen Gewerbe tätig, wo nur Englisch gesprochen wird. Also, so ein bisschen kann ich. Um es milde auszudrücken. Oder wo wollt ihr mich denn lang führen? Muss ich jetzt echt durch die... Wie hieß das? Oh. Alice? Was war das? Alice? War das eine Falle oder eines von Scratchs Folterspielchen? Ja, ja, das stimmt schon, Teufel. Bin stärkere Brisen gewohnt. Aber hier im Dachgeschoss ist das sehr merkwürdig. Hier knackt alles und knarzt alles. Das ist... Ich weiß nicht, ob das Haus dafür gebaut wurde. Das ist schon etwas älter, da war das noch nicht so windig hier. Hatte ich hier nicht was zurückgelassen? Warte mal. Oh, ich habe keine Map. Okay. Jetzt machen sie es aber nochmal spannend zum Schluss. Keine Waffen, keine Map, kein Inventar. Nur eine Lampe. Hallo, Alice. Tadam. Tadam. Ja. Oh, es wird gespeichert. Aua. Da geht's raus. Dann können wir links hoch. Oh oh. Oh fuck, Alter. Oh. Power to the people. Ja, Licht brauche ich. Alter. Nicht da lang. Wohin? Oh, fuck, Alter. Da ist ja alles zu. Das war doch aber der Durchgang durch den Garten ins Valhalla zurück, ne? Ins Altersheim. Okay. Auf ein neues. Du, 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 du. So. Er kommt. Du, 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 du. Ich drehe hier schon seit Stunden alleine meine Runden. Ah, hier, da geht's hoch. Im Licht sind wir sicher, Alan. Vorerst. Aber er ist sehr aufdringlich. Rose, oder? Aus dem Diner. Was machst du hier? Die Rosi. Ich bin hier, um dich zu retten.
Unter 32, 16, 8. Hash-Konjunktur die ganze Nacht. Im Radio, im Wind, in Skandal. Den Foren auf meiner Alan Wake-Fanseite. Was? Nein, Rose, ich habe dir keine Nachrichten hinterlassen. Bezirk. Oh, verstehe. Ja, Alan, nur ein Verrückter würde glauben, dass du Geheimnachrichten zurückgelassen hast. Zwinker. Aber jetzt musst du deinen Hintern nach oben bewegen, Alan. Die Scheiße schreibt sich nicht von selbst. Egal, was William Shakespeare auch gesagt hat. Stimmt. Was ist das für eine Ausdrucksweise? Ich tue, was ich kann. Sofort den Mund mit Seife auswaschen. Obwohl, heutzutage sind wir ja modern. Spülmaschinen-Tab lutschen. Oben. Der Autorenraum muss sich auf dem Dachboden befinden. Dort sind die Fenster. Ja, ja, da war ja die Tür. Die haben wir ja gesehen. Die war ja zu. Nämlich gleich da links. Wir sehen uns einmal alles an und treffen uns dann, Tom. Ich habe alles für die Besucher vorbereitet. Besucher? Als nächstes wische ich den Boden in deinem Zimmer. Dafür braucht man nur Wasser und Vilena. Wasser ist der älteste Balsam. Es findet immer einen Weg. Was Wasser bringt, das nimmt es. Es kann sauber oder dreckig sein. Leben geben oder es ertränken. Arti, hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Du kleiner Philosoph. Aber es macht Sinn. Hilfst du mir noch einmal, meinen Weg zu finden? Ein Teufel Zyankarali. Ist in die Fischfalle getappt. Das ist zu hart. Lass dich davon nicht erschrecken. Nicht, dass du dir in die Hose machst. Okay. Ich mach die Tür für dich auf, Tom. Jawohl, Arti. Sei artig. Also, klar wie Kloßbrühe. Klar wie Kloßbrühe, das hat doch immer, haben doch immer die fünf Freunde gesagt, ne? Zu Klößchen. Das ist klar wie Kloßbrühe. Oh. Cutscene. Nee. Ich war da. Ich musste das Ende schreiben. Und ich hatte nur eine Chance, es richtig zu machen. Okay, noch ist nichts verfügbar. Ich brauchte ein Ende, das auf den Ereignissen von Return aufbaute und uns schlussendlich retten würde. Nur ein perfektes Ende würde funktionieren. Na, dann schreiben wir mal. Also wenn ich so rausgucke, komme ich mir vor wie in einem TIE Fighter. Oder wie die machen. Das Ende von Return war ein ewiges Hirschfest, das sich ausbreitete. Dann wirst du nie klar sehen, wenn du... Ja, das ist wohl wahr. Ich musste das ziemlich beschissene Situation. Ein perfektes Ende würde uns alle retten. Nur ich konnte es schreiben. Alles hing davon ab. Von mir. Scratch würde jeden Moment durch diese Tür stürmen, um mich aufzuhalten. Sämtliche Handlungswegen baumelten in meinem Kopf. Es meinst du? Es fühlte sich plötzlich unmöglich an. Etwas fühlte sich im Zimmer und kam auf mich zu. Eine Idee. Oh, hier. Ein Echo. Hallo, Echo. Hallo, Ellen. Das Ende muss zum Genre passen, wenn es funktionieren soll. In Horrorgeschichten gibt es nur Opfer und Monster. Wenn es einen Helden gibt, wird dieser einen hohen Preis bezahlen. Ich werde Logan und Casey nicht der Geschichte überlassen. Sie wurden da hineingezogen. Sie müssen überleben. Ohne Wenn und Aber. Nicht nur er. Wir müssen alle retten. Das Ende wird so oder so düster werden. Je mehr Menschen wir retten, desto höher der Preis. Und der Held wird dafür bezahlen. Der Held vom Erdbeerfeld. The prize. Okay. Der Preis ist heiß.
Das düstere Horrorfinale. Der Held muss sich opfern, um alle zu retten. Oh. Dear me. Etwas war anders. Mich in einer Vision zu sehen, war neu. Aber es passte. Saga und ich standen im Mittelpunkt der Geschichte. Sie war meine Co-Autorin. Das war der Anfang vom Ende. Wir waren Figuren in einer Horrorgeschichte und bewegten uns blindlings aufs Finale zu. Noch immer fehlte uns etwas. Ohne den Klicker waren wir verloren. Ja. Schlecht. Kapitelende. 21:30. Ich wäre ja eigentlich dafür, dass wir jetzt Tuck machen. Weil jetzt noch ein Kapitel anfangen, wo es... Also das klang jetzt für mich nach verschiedenen Szenarien, wo man jeweils einen Bossfight hat. Nicht Tuck machen. Cut beim nächsten Mal weiter, ja, ne? Spannung aufbauen. Mir. Brauche ich da eine schriftliche Entschuldigung von meiner Mama, dass ich ins Bett muss? Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal... Ich meine, 21:30 ist noch früh. Ich habe nur die Befürchtung, dass das jetzt eine Stunde geht und dann ist es schon wieder zu spät. Froh, dass du nicht neben mir sitzt. Meinst du jetzt mich, der Toffel? Wir gucken mal noch. Ja, wir, ein bisschen machen wir noch. Vielleicht ich, ja? Oh, oh. Das riecht nach Ärger. Oh, ich habe übrigens gestern mein eigenes Merch bestellt. Jo. Erst habe ich mal alles in den Warenkorb gepackt, was ich so habe. Ne? Zipper, Hoodie, Cappy, Tasse, Aufkleber, ne, so Sticker. Dann habe ich den Preis gesehen, habe ich einiges wieder rausgenommen. Fast alles. Ich habe jetzt einen Zipper bestellt. Ne, so ein, quasi ein Hoodie mit Reißverschluss. Und eine Kaffeetasse. Weil nicht alles kommt aus den gleichen Produktionsländern. Manche Klamotten oder die meisten Klamotten kommen aus Amerika. Das Cappy kommt aus China. Der Sticker kommt, glaube ich, aus Indien. Die Tanktops kommen auch nochmal irgendwo her. Also, wenn man sich alles bestellt, was im Merch-Shop ist, dann sind allein die Versandkosten, ne, also die Importkosten aus den ganzen Ländern, schon $100. Da habe ich mir gedacht, nee. Ja, ich glaube, das Cappy war das, wo aus China kommt. China. Nicht China. China. Ja, bin mich mal gespannt. Ob es mit den Größen so hinhaut und so, ne? Dass ich da auch dann ein bisschen berichten kann, wie der Stoff ist. Ob es ein dünner Zipper ist oder ein dicker Zipper. Ne? Ich habe jetzt schon verschiedene Arten davon. Unten. Ganz normaler halt, ne? Ja, bin ich mal gespannt. Vor allem auf die Kaffeetasse bin ich gespannt, weil es ist eine weiße Tasse. Aus irgendeinem Grund kann ich die nicht schwarz machen. Und dann ist ja, ihr habt ja gesehen, ne? Auf dem T-Shirt und so, was da drauf ist. Und dann unten das www.demischel.de. Ist halt auch ein Weiß. Auf dem Thumbnail sieht das aus, als wenn das Weiß der Tasse dunkler ist, sodass der Schriftzug zu sehen ist. Aber ob das in echt so ist, wir werden es feststellen. Ich glaube, 15. März soll das eintreffen, das Zeug. Genau, ich sag mal, wie der Stoff ist. Ob er gut ist. China?
Nee, China ist es bei mir. Da kommen die Skifahrer her. Aus China. Gepriesen sind die Skifahrer.